Willkommen zum Satsang. Dich mal wiedersehen kann. Wir sind neugierig, wie ist denn das so, so ein Kopf ohne Körper zu sein? Und dann erzählst du ihnen, wie das ist, Kopf ohne Körper zu sein. Hast nicht die ganzen Probleme, musst nicht essen, musst nicht trinken. Hast du die ganzen Probleme, was gibt es denn noch mit Sex und Stress und so weiter, alles nicht da, bist nur noch im Kopf. Bist vielleicht ganz zufrieden dabei. Möchtest du denn zum Beispiel als Kopf auf der Straße spazieren gehen? Gar kein Bedürfnis, sind ja keine Arme, keine Beine, nichts, ist ja nur noch Kopf, zufrieden. Und die anderen sagen zu dir, naja, sie sagen zu dir, Andrea, sie sagen zu dir, Maria, sie sagen zu dir, Peter. Sie sagen zu dir, Heidi, wo sitzt sie? Ach, Heidi, hallo. Ha, versteckst du dich da? Hallo, Heidi. Du sagst Heidi. Tja, guck dir das an. Alles okay. Sie sagen du zu dir, und weil sie du zu dir sagen, kannst du ich zu dir selber sagen, nicht? Ich, ne? Und ich ist der Kopf. Der Kopf ist das Wichtigste. Der Kopf ist da. Wir gehen wieder in unser Bodyprogramm rein und machen Schalten wieder auf Ganzkörper. Zeitmaschine, reisen zurück in diese Zeit. Wieder voll da, der Narayan, der Matthias, Matti ist wieder voll da. Die Erika sieht doch ganz bleich aus. Erika, hallo, wir sind wieder zurück auf dieser Erde. Guck doch nicht so bleich, ist doch alles okay, Erika. Du bist doch wieder ganz. Ein bisschen makaber, gell? Ja, komm, wir sind wieder da. Kopf und Körper, alles wieder da. Wieder zurück auf diesen Planeten. Voll und ganz. So haben wir gesehen, das Wichtigste ist der Kopf, das Antlitz. Wir tragen immer ein Bild von unserem eigenen Kopf mit uns herum. Und weil dieses Bild da ist, ist ständig das Bewusstsein da. Ich hier und du da. Nun ist die Frage, wie können wir dieses Bild vom Kopf auch lösen? Wie können wir es zum Schwinden bringen? Wir müssen nicht immer ein Bild von uns selber haben. Das Bild ist ganz hinderlich. Du kannst sehen, ohne dass du ein Bild von dir hast. Ich spreche, ohne dass ich ein Bild von mir habe. Spreche ich, ohne dass ich ein Bild von mir habe, geht das viel einfacher und viel leichter, nicht? Die Gedanken, die kommen ganz einfach und fließen ganz einfach raus, weil es ist einfach nur ein Sprechen da. Es ist einfach nur ein Sehen da. Es ist einfach nur ein Hören da. Wir brauchen nicht das Bild vom Kopf. Wie können wir das Bild vom Kopf auflösen? Wir gucken mal, wie das aussieht. Wenn du jetzt hier rumguckst im Raum, guckst die Gegenstände an, schaust nach hinten, die Leute, die da sitzen. Dann guckst du dir mal an, die Leute, die da sitzen. Ja, schau mal. Immer das Gefühl, ich hier und gucke nach dahin. Und wenn ich hier bin und von da hingucke, ist das Gefühl immer dabei, das Bild, was ich von mir selber habe. Und das Bild, was ich von mir selber habe, ist ungeheuer hinderlich. Warum? Du guckst nicht nur allein, sondern ein Teil deiner Energie geht in dieses Bild rein und das nimmt die Energie weg vom Gucken, Hören, Sehen, Sprechen, Denken. Es ist hinderlich, dieses Bild. Es ist ein Hemmschuh. Du sagst ich und ich ist das Bild, was du von dir hast. Und du denkst, ich bin die Ursache meiner Gedanken und Taten. Nein, es ist nicht die Ursache. Das Ich ist ein Hemmschuh, ist ein Hindernis. Deshalb müssen wir dieses Bild, was wir uns selber haben, auflösen. Und wie machen wir das? Nun, die Sache ist ganz einfach. Man muss nur drauf kommen, wie man das macht. Und wie macht man es? Normal gucken wir mal so. Und wenn wir so gucken in die Welt hinein, geht dieses Bild, was wir von uns selber haben, immer mit. Es ist immer dabei. Und was machen wir, um es aufzulösen? Wir wenden unseren Blick einfach um. Anstatt so zu gucken,
Gucken wir so. Wir schauen geistig auf den eigenen Kopf. Was passiert, wenn du auf deinen Kopf schaust? Was passiert? Was siehst du da? Nichts siehst du da. Was sollst du da sehen? Von deinem Körper, ich kann sehen hier rechte Bein, linke Bein, Arme, kann ich sehen. Ne? Hals, kann ich schon nicht mehr sehen. Kopf, kann ich nicht sehen. Ja, so ein bisschen, ne? Von der Nasenspitze. So ein kleiner, bisschen ganz blass. Aber eigentlich sehe ich nichts von meinem Kopf. Das heißt, ich wende die Energie um, gucke auf meinen Kopf und wenn ich auf meinen Kopf gucke, was sehe ich da? Nichts sehe ich da. Und während ich nichts sehe, gucke ich weiterhin, wo ich nichts sehe. Das heißt, ich schaue ganz bewusst in das Nichts hinein. Dabei kann ich nicht gleichzeitig in das Nichts gucken und dann ein Bild von etwas haben, was der eigene Kopf ist. Wenn ich in das Nichts gucke, ist nichts da. Und wenn nichts da ist, ist das Bild vom Kopf dahin geschwommen. Ich schaue ins Nichts. Ich schaue in die Leere. In das Nichts, in die Leere schaue ich. Und wenn ich in die Leere schaue, ist das Bild vom Kopf verschwunden. Schau auf deinen Kopf. Schau mal. Jetzt. Ganz bewusst. Schau hin. Hier. Was ist da? Nichts ist da. Schauen wir das Nichts. Schauen wir dahin. Wenn die Gedanken kommen, gehen, macht das nichts. Lass die Gedanken kommen, gehen. Bitte bewusst, dass du denkst, sagst du. Schaue wieder zurück. Schaue auf den Kopf. Schau dahin, wo ich nichts sehe. Da schaue ich hin. Dieses Bild von sich selbst, ist das ein optisches Bild oder in welcher Form ist das, dieses Bild begleitet ist? Also das Bild, was dich begleitet, ist so. Okay, zunächst nimmst du das Bild gar nicht wahr, weil es immer da ist. Wenn du jetzt wirklich die Übung machst und du schaust jetzt wirklich auf deinen Kopf und du schaust in nichts mehr. Und hinterher kommt das Bild wieder. Und dann, wenn das Bild wiederkommt, dann kannst du es erst wahrnehmen, das Bild, und weißt, es ist ein Gedankenbild, was du von dir selber machst. Du stellst dir so ganz vage dich selber vor. Dein Antlitz, so wie du aussiehst. Und dazu sagst du, naja, das ist das Bild, was immer von dir da ist. Ein Gedankenbild. Ein Vorstellungsbild. Das, was du siehst, wenn du in den Spiegel guckst, das ist das Bild, was du von dir selber machst. Wäre da nie ein Spiegel gewesen, könntest du dir kein Bild von dir selber machen. Weil du nicht wüsstest, wie du aussiehst. Und dieses Bild, das trägst du immer mit dir selber herum. Schau mal hier hin. Was passiert, wenn du hier hinschaust? Was passiert?